Diese Situation kennt ihr sicherlich auch. Der Gegner ist verwundbar durch Silber. Das Spiel meckert auch, markiert das Eisenschwert mit einem roten Rahmen, sagt, man soll es wechseln und den Gegner mit einem Silberschwert angreifen. Aber man hat kein Silberschwert. Und das ist grundsätzlich auch richtig so, denn man startet nicht mit einem Silberschwert, sondern nur mit einem Stahlschwert. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen? Das ist die Frage. Es ist zum Beginn des Spiels sicherlich sehr sinnvoll, ein Silberschwert zu haben. Und mittelfristig ist es unabdingbar. Ich glaube, 25% mehr Schaden macht das Silberschwert gegen verwundbare Gegner, die eben auf Silber anfällig reagieren. Und deswegen muss man das früher oder später haben. Das heißt, früher oder später muss man sich das Schwert kaufen. Entweder für Goldmünzen oder für Echtgeld. Eine andere Möglichkeit gibt es bisher nicht, soweit ich weiß. Und das heißt, man muss sich überlegen, entweder spart man Goldmünzen oder man gibt eben Echtgeld aus. Und was für Möglichkeiten es da gibt, um das für Gold zu kaufen, möchte ich euch gerade zeigen. Hier findet ihr das Schwert oder beziehungsweise eines der Silberschwerter unter Ausrüstung im In-App-Store. Und zu Beginn ist es dann natürlich am sinnvollsten, sich das günstigste zu kaufen. Also das Katzensilberschwert oder das Bärensilberschwert. Jeweils gibt es hier andere Boni, schnellere Angriffe um 15% erhöht beim Katzensilberschwert und starke um 15% beim Bärensilberschwert. Und wenn ihr euch da entscheiden müsst, holt euch das Katzensilberschwert. Das ist auf jeden Fall sinnvoller zum Beginn. 1800 Goldmünzen muss man dafür haben. Und da auch die Frage, woher nimmt man die? Klar, kann man auch für Echtgeld kaufen, aber wenn man das nicht ausgeben möchte, dann will man den, ich sag mal, regulären Weg über Goldmünzen ja gehen. Das heißt, ihr sammelt im Spiel Goldmünzen. 50 Goldmünzen gibt es für das Abschließen der Tagesquest. Das kann man einmal am Tag machen. Die findet ihr hier unten rechts, dieser Brief. Ich muss zum Beispiel noch 2 Bomben herstellen heute und erhalte dann 50 Goldmünzen. Das kann man jeden Tag einmal machen. Und dann kann man ab Stufe 10 gegen die Nemetons kämpfen. Das sind diese Bäume, die man auf der Karte manchmal sieht. Ich sehe hier gerade leider keinen, sonst hätte ich euch das zeigen können. Die fallen aber definitiv auf. Ich warte kurz, bis das Auto vorbei ist. Die fallen aber definitiv auf, also wenn ihr ein bisschen spielt, dann werdet ihr früher oder später einem über den Weg laufen. Klickt ihr die an, seid unter Level 10, dann gibt es da auch eine Meldung, dass ihr später wiederkommen sollt. Und ab Level 10 kann man da eben kämpfen. In dieser Nemeton-Arena, also in diesem Baum, kämpft man dann gegen 3 Gegner und hat man die besiegt, gibt es 150 Münzen obendrauf. Das heißt, ab Level 10 kann man 200 Goldmünzen pro Tag verdienen. 1800 braucht man, das sind 9 Tage, also schnell Stufe 10 werden oder sehr lange mit den 50 Goldmünzen brauchen. Das ist Weg Nummer 1. Oder man kauft sich eben das benötigte Kleingeld dann im Spiel. Und da gibt es, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Angebot, zu dem ich raten will, aber da gibt es was Interessantes. Und zwar entfessel dein ganzes Potenzial. Das Starterpaket für 5,49 Euro kostet das hier bei mir für Android. Und da heißt es, eine Truhe, die verschiedene Gegenstände enthält, über die sich jeder Neuling freuen dürfte. Und da gibt es unter anderem ein Silberschwert, aber noch ganz viele andere nützliche Dinge, die man hier eben für 5,49 Euro kaufen kann. Und das ist zum Start des Spiels eine wirkliche Erleichterung und ich möchte nicht dazu raten. Ich möchte hier einfach nur, wie sagt man, eine Lanze brechen, dass man auch für Free-to-Play-Games Geld ausgeben kann. Das ist nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes. Man unterstützt da die Spielebetreiber mit. Wenn man das Geld übrig hat, wenn man es ausgeben kann, will, wenn man da nicht anfällig ist und sich da regulieren kann und plötzlich da seine eigenen Grenzen nicht mehr einhalten kann, dann sollte man das sein lassen. Aber wenn man das kann und sagt, hey, hier und da mal 5,49 Euro, vielleicht einmal im Monat, das ist was, das kann ich bezahlen, das möchte ich bezahlen, dann ist das eine sehr sinnvolle Sache.
Ich habe mir das auch gekauft, besitze jetzt eben das Hexer Silberschwert und das hilft schon ungemein. Und ja, wie gesagt, viele andere nette Sachen sind auch dabei. Ihr seht die lange Liste an Tränken, Ölen, Schriftrollen und so weiter. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das benötigte Kleingeld habt, dann nutzt das, um mit einem Silberschwert im Spiel zu starten. So, und bei mir geht es aktuell um die Quest. In meinem ersten Versuch hatte ich am Ende dann gesehen, wo ich hin muss und gesagt, das liegt mitten im RWE-Gebiet. Ich glaube, ich komme da gar nicht hin. Und dankenswerterweise wurde ich darauf hingewiesen, dass es einen Standortwechsel gibt. Verlege Aufgaben, falls du Schwierigkeiten hast, die Zielorte zu erreichen. Und das ist sehr clever. Das ist wirklich mitgedacht von den Entwicklern und das werde ich nutzen. So, draufgeklickt. So, und jetzt mal gucken, hier ist die Karte, wie sich das jetzt verschoben hat. Ja, und das ist wieder an der Fabrik, wo ich auch vorgestern war, glaube ich. Ich gehe auf jeden Fall mal in die Richtung. Ich hoffe, ihr kommt mit und dann gucken wir, was mich da erwartet. Hier vorne sieht man jetzt, wo ich hin muss. Ihr seht dieses, ich weiß gar nicht, was es darstellen soll, dieses komische Ding da auf der Karte mit dem gelben Fragezeichen drüber. Das ist der Punkt, wo ich hin muss. Das ist nicht ganz an der Fabrik, wo ich geschätzt hatte, sondern es ist in so einem kleinen Waldstück. Das sieht man hier auch auf der Karte. Grundsätzlich kein Problem, aber das ist dieser Weg da. Und so sieht er komplett aus. Bis da oben hin. Ja, jetzt auch nicht so das Riesenproblem, aber man sieht halt echt gar nichts. Zum einen ich nichts, zum anderen die Kamera und damit ihr auch ganz sicher nichts. Wir gucken mal, was das gibt. Auf in die Dunkelheit. Zum Glück leben wir in einer sicheren Gegend hier. Sonst würde ich das auch nicht unbedingt machen. Aber so fühlt man sich doch noch mehr wie ein Hexer auf der Monsterjagd. Ich hoffe ja einfach, dass hier niemand mit seinem Hund gerade spazieren geht. Zum einen, weil er sich dann fragt, welcher Irre hier im Dunkeln rumläuft und mit sich selber quatscht. Aber auch, weil wir uns wahrscheinlich gegenseitig super erschrecken werden. So, mal gucken. Es ist nicht mehr weit. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn ich auf mein helles Handy-Display gucke oder auf die Kamera, die eben auch leuchtet, dann sehe ich den Weg nicht mehr, weil es dann komplett duster wird. Wir sind aber jetzt gleich da. Jetzt ist der Punkt, wo wir gleich angekommen sind. Ja, von hier komme ich dran. So, was mache ich jetzt mit euch? Ich mache mir mein Handy-Display komplett hell. So. Mal schauen, was da passiert. Das Ding sieht schon mal mega cool aus. Das würde ich echt gern in AR hier sehen, aber das wird nichts. Die Letzten werden die Ersten sein. Die letzte Rune einer Seite ist die erste der nächsten. Die erste Rune der ersten Seite ist einzigartig, finde sie. Also gut, schauen wir uns das mal an. Oh Gott, jetzt muss ich echt ein Rätsel lösen. Ich habe nicht wirklich aufgepasst. A few moments later. Da ist es. Mit alten Runen kenne ich mich aus. Ja, es war ein bisschen Glück, muss ich sagen. Weiter. Willkommen, Suchender. Erhalte und die vierte bedeutet Schatz. Hier sind wir richtig. Und jetzt? A few moments later. Ausgezeichnet. Weiter.
Schatzkönig war Geschenk. Wir brauchen ein Geschenk, das eines Königs würdig ist. Wie toll. Und jetzt weiter. Geschenk, Herz oder Liebe, Krone, Schwert. Wir müssen uns wohl für das richtige Geschenk für den König entscheiden. Gut, die letzte Seite weiter. Schwert, König, Gargoyle, Sieg. Die erste Rune könnte auch Kampf heißen. Man muss den Gargoyle-König besiegen. Gargoyle-König hört sich gut an. Sieh nur, es tut sich was. Sieht das nicht wie eine Karte aus? Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Markiere diese Punkte auf deiner Karte. Ich mache das, los geht's. Und Level 7 geworden. Suche nach einem Geschenk für den Gargoyle-König. Und da vorne sieht man es schon. Also noch ein Stück hier durch den Wald und dann kommen wir zur Fabrik. Also weiter geht's. Also ich finde dieses Quest-System ja wirklich mega cool und auch klasse, dass man dann auch hier in so einem kleinen Park das Ganze spielen kann und nicht zwischen Häusern umherirren muss, weil das hier natürlich einen viel cooleren Flair bietet, aber ja, bei Dunkelheit ist das dann nicht ganz so mega cool. Da waren gerade Glühwürmchen, voll viele. Das ist alles so mega zugewachsen. So, wir sind gleich da. Da vorne liegt das Geschenk und ich drehe mich nur gerade, dass das mit der Lampe ein bisschen besser passt. Also schauen wir uns das doch an. Ein Herz aus Stein. Verdammt. Kann mir mal jemand sagen, warum ich immer so schwer heben muss? Scheiße. Kann mir mal jemand sagen, warum ich immer so schwer heben muss? Räudiger Ghoul. Kann mir mal jemand sagen, warum ich immer so schwer heben muss? Ich finde ja Räudiger Ghoul schon das coolste Schimpfwort. Das Geschenk wird von einer Erscheinung bewacht. Typisch. Weiter. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Wer ist das? Gehe zum Gargoyle-König oder finde ein weiteres Geschenk. Ist er das? Wahrscheinlich, oder? Eine Opferschale. Ich muss das Geschenk hier ablegen. Okay. Ja, das Herz ist das wichtigste Merkmal eines Königs. Eine gute Wahl. Du bist eines Kampfes gegen mich würdig. Ich fühle mich geehrt. Schnell. Ich hätte eine Sekunde noch gebraucht, um das Zeichen zu finden.
einer Megabombe hat es dann funktioniert. Ach, da ist er ja. Nun, das ist nicht ganz das, womit ich gerechnet hatte. Diese Statue. Weiß der irgendwas über den Schatz? Oder hast du die Karte einfach blind gekauft? Wie gesagt, der Mann, der sie mir verkauft hat, ist redlich. Wird das genug sein, um meine Kosten abzudenken? Wird es denn meine Kosten abdecken? Die Hälfte gehört dir, wie abgemacht. Eine halbe Figur, vortrefflich. In Dol Tirtana gibt es eine Gelehrte, Expertin für Elfenartefakte, hat mir eine muffige Schriftrolle gekauft und in dieser Gegend gibt es immer Arbeit für einen Hexer. Bin ich jetzt nett? Oder will ich meinen Anteil? Ich will meinen Anteil. Dann soll es wohl so sein, oder? Nimm die Figur, so gelangt sie wenigstens an kein Monster. Jedenfalls nicht ohne einen Kampf. Ja, dann nehme ich mir die doch. Also, auf ins Abenteuer. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Eine neue Trophäe. 500 Erfahrungspunkte. Habseligkeit verdient. Das Steinherz. Alles klar. Sollen wir ins Tagebuch gucken? Okay, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, was muss ich tun? Da hinten gibt es eine Quest. So, jetzt muss ich mich wieder orientieren. Wo bin ich? Das ist immer das Schwierigste. Da sind die Kreuz. Der ist da. Krass. Das ist so krass, wo man da immer hinlaufen muss. So, ich bin morgen eh mit Ida unterwegs, spazieren und dann hebe ich mir das Ganze, glaube ich, für morgen auf. Ich denke, das war ein nettes Abenteuer hier mitten in der Nacht im dunklen Park unterwegs. Bin froh, dass ihr dabei seid, da kann mir nichts passieren und ich freue mich auf meine nächste Hexerjagd. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und zum Abschluss sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal. Ich werde hier von Mücken zerstochen wie sonst was.